Ja, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen jetzt zum Gammon-Quiz. Ich muss noch das entsprechend umstellen. So, ja, habt ihr schon Bock? Seid ihr schon drauf? Das muss ich mir noch eben einstellen, damit ich auch sehe, wie viele von euch eigentlich so da sind. Und dann können wir ja mal loslegen, ne? Hallo Lisa, schönen guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. So wie ich das verstanden habe, seid ihr jetzt gerade alle zusammen und guckt mich hier gerade an im Fernsehen, glaube ich, habe ich so verstanden. Was ist hier unten und was ist da oben auf sich auf hat, erkläre ich dann gleich irgendwie mal zwischen den Fragen. Aber ihr könnt ja auf jeden Fall die Regeln hier, wie gehabt, durch Beantworten einer Frage könnt ihr Punkte bekommen, aber auch Punkte verlieren. Je nachdem, ob ihr die Frage richtig oder falsch beantwortet habt und die Geschwindigkeit, je schneller sie beantwortet habt, desto umso mehr Punkte geht es. Das heißt, wenn ihr eine Antwort schnell und falsch beantwortet, verliert ihr eine Menge Punkte. Aber ihr könnt dann auch, wenn ihr die richtige Antwort schnell angeklickt habt, schnell Punkte bekommen. Viele Punkte bekommen. Dann, wenn ihr eine Frage nicht beantwortet, ist nicht schlimm, dann geht's halt, dann kriegt ihr halt 0 Punkte und könnt auch keine Punkte verlieren. Und der Spieler mit den meisten Punkten am Ende hat gewonnen. Ich sage jetzt mal wieder noch nicht, wie viele Fragen es sind. Ich werde zwischendurch mal auf das Tabellenrank draufklicken, um mal zu gucken, wie gut ihr so steht. Starten wir mit der ersten Frage. Ich habe übrigens die ganzen Fragen erstellt mit meiner Schwester Christine. Die hat mir sehr dabei geholfen am Sonntag. Das war echt eine mega gute Hilfe, weil ich habe die Harry Potter-Filme, glaube ich, das erste Mal dieses Jahr durchgeguckt. Und dann habe ich aber auch jeden Film direkt zweimal geguckt. Die Bücher habe ich gar nicht gelesen, deswegen ist es hier ein Harry Potter Filmquiz mit dem Motto Choose Weasley. Und ja, ich war auf jeden Fall auf ihre Hilfe angewiesen. Und dann legen wir los. Start Game. Also, wer war vor Harry Potter der Besitzer des Elderstabs? War es Albus Dumbledore, Severus Snape, Draco Malfoy oder Voldemort? Wer war es? Harry Potter erwähnt es zwischendurch. Meine These ist dann noch ein bisschen anders. Da muss ich noch auf Grindelwalds auf das letzte Ne, Fantastic Tierwesen Film warten, weil meine Theorie da ein bisschen eine andere ist. Aber laut aktuellem Kanon ist das hier der Fall. Wer war der Besitzer vor Harry Potter des Elderstabs? War es Dumbledore, Severus, Draco oder Malfoy? Falls ihr noch nie mitgespielt habt, ihr könnt einfach direkt im Stream auf die entsprechende Antwort klicken, die ihr haben wollt. Ihr könnt dann hier links die App-Berechtigungen einsehen und auch die anderen Apps, die ich jetzt hier erstellt habe. Einmal das da oben und einmal der kleine Drache. Erzähl ich aber gleich noch. Und könnt ihr einmal einstellen, dass euer Name im Ranking dann noch angezeigt wird. Und wenn ihr am Handy seid, das kann ich auch noch mal kurz zeigen, könnt ihr hier den Livestream hier direkt, da ist so eine kleine Plus 2, die einmal anklicken. Na. Lädt er die erste Extensions, dann ist hier oben direkt als erstes Quizkit ausgewählt. Das lädt dann kurz und dort könnt ihr dann eure Fragen auswählen. Ja, eure richtige Antwort auswählen. Gucken wir uns mal an, was hier die richtige Antwort ist. Oh, fünf Leute haben abgestimmt. Eine Person hat gesagt, Albus Dumbledore. Eine Person sagte Voldemort und zwei sagten Voldemort, zwei sagten Draco Malfoy. Voldemort hatte den Elderstab zwar, aber der Besitzer, der Eigentümer war er nicht, sondern es war Draco Malfoy. Denn, um das mal ganz aufzuwickeln, also natürlich war das eigentlich ursprünglich Dumbledores am Anfang von Harry Potter. Man muss aber, um dann den Elderstab abzunehmen, muss man Albus Dumbledore besiegen. Also beziehungsweise entwaffnen, im Kampf besiegen war einfach nur die Sache. Da hat Draco Malfoy ihn nämlich entwaffnet. Sirius Snape hat ihn daraufhin getötet. Deswegen dachte Voldemort, dass Snape der Besitzer des Elderstabs sei, obwohl es Draco war. Genau, Voldemort hat dann Snape getötet, hat den Elderstab an sich genommen, der aber nach und nach kaputt bröckelte. Und Draco Malfoy wurde aber zwischendurch dann, glaube ich, nochmal von Harry besiegt. Und dadurch gehört er dann jetzt eigentlich Harry. Also die Reihenfolge war Grindelwald, Dumbledore, Draco, Harry. Habe ich hier schon mal ein paar gefoppt. Scheint nicht so einfach zu sein, finde ich gut. Aber es kommen auch noch einfachere Fragen, es kommen vielleicht auch schwierigere Fragen. Werden sehen, wir slappen mal weiter zur nächsten Frage. Und zwar, was ist Hagrids Halbbruder? Ist es ein Muggel, ein Troll,
Ein Riese oder ein Zauberer? Hagrid hat nämlich einen Halbbruder, den er erst noch geheim hält. Warum? Kann vielleicht daran liegen, was er ist. Kann auch nicht daran liegen, sondern auch an etwas anderem. Aber an sich, was ist er? Was ist Hagrids Halbbruder? Hagrid ist es dadurch dann auch zur Hälfte. Jetzt kann ich mal einmal erklären, was denn hier so noch abgeht hier gerade. Und zwar könnt ihr hier oben mit einer Anwendung hier, die heißt dann Front Row. Könnt ihr dann hier als zweites auswählen, Front Row. Könnt ihr eure Avatare erstellen und auch so ein paar Sounds und Emotes und so weiter raushauen. Das kostet dann lediglich Bits und Bits bekommt ihr einfach dadurch, ihr müsst kein Geld dafür ausgeben, sondern ihr kriegt Bits einfach dadurch, dass ihr überhaupt den Stream hier guckt. Da bekommt ihr oder im Chat interagiert, da kriegt ihr dann im Lauf immer mehr Bits und die könnt ihr dann dafür benutzen. Oder Kanalpunkte. Bits, Kanalpunkte? Nee, Quatsch, warte mal, Bits und Kanalpunkte ist was anderes, ne? Ah, dann geht das ja vielleicht doch nicht kostenlos. Okay, da muss ich mich dann nochmal schlau machen. Ich glaube, da mache ich mich nochmal schlau. Ich deaktiviere das vielleicht nochmal. Deaktiviere ich das? Kanalpunkte, wenn es umsonst ist, Bits kosten etwas. Ah, okay. Da habe ich das hier verwechselt. Ja, dann deaktiviere ich das einfach nochmal und informiere mich dann nochmal richtig, bevor ich hier dann irgendwelchen Mist mache. Nee, das war das Falsche. Das. Okay, gucken wir uns an, was ist die richtige Antwort? Hagrids Halbbruder ist ein Riese. Schauen wir uns den mal an. Hier deaktiviere ich dann also auch mal im Gamgo und die Front Row. Hagrids Halbbruder, der heißt Rob, soweit ich weiß. Rob. Hagrids Halbbruder. Nee, nicht unter News. Alle. Grob. Nicht Rob. Grob. Aus seiner Mutter Fried Vulva und einem unbekannten anderen Riesen. Genau, denn Hagrid ist ein Halbriese und sein Bruder ist ein Vollriese. Zu offensichtlich irgendwie leider. So sehr, dass ich's nicht gewählt habe. Ah, okay. Aber es war hier querbeet auch ausgewählt. Zwei Leute sagten Muggel, einer sagte Troll, zwei sagten Riesen, eine Person sagte Zauberer. Also sehr durchwachsen. Das heißt, die Fragen habe ich hier perfekt ausgewählt, um ein paar zu foppen und ein paar, die richtige Antwort auswählen. Einfach das Gegenteil von foppen. Gibt's davon ein Gegenteil? Nächste Frage. Frage Nummer 3. Welche Bedingung muss erfüllt sein, um Thestrale zu sehen oder Thestrale? Uiuiuiui, was sind denn nochmal Thestrale? Ja, das war doch irgendwie was. Das kenne ich, Thestrale. Dafür muss ich dem Tod ins Auge geblickt haben, reinen Blutes sein, sie brauchen oder reinen Herzens sein. Wann kann ich die Thestrale sehen? Was muss dafür erfüllt sein? Sie brauchen es natürlich schön. Reine Herzens sein, reines Blutes. Den Tod ins Auge geblickt. Gucken wir uns doch mal an, wie Thestrale denn aussehen. Thestrale. So, jetzt die Zeit gleich abgelaufen, wobei noch nicht ganz. Ein paar Spieler tippen, glaube ich, gerade noch ein. Jetzt ist es durch. Thestrale, Harry Potter. Hier, so sehen sie aus. Achso, ein kleines Werk ist auch was Größeres. Bilder. Ja, hier. Das sind sie. Quasi so nackte, dürre Pegasus. Auch so ein spitzen. Aber mal werden sie mit haarigem Schwanz dargestellt, gemalt, aber anscheinend regulär haben die ja, so eine erweiterte Wirbelsäule. Das finde ich, haben was von Nachtmare. Okay, wer hat das richtig? Oh, 4 Leute. Rein Herzenssein hatten 3 geschrieben. Dem Tod ins Auge geblickt 4. Nice. Krass.
Muss ich mir ja unten nochmal eben den Stream Manager aufrufen. Ne? Mein Gott, ey, wenn ich auch keine. Ich hätte mich gern selbst hier nochmal als Regie setzen. Dass ich mir das selber hier dann nochmal alles selber einrichten kann, währenddessen, während ich moderiere. Aber so geht's ja auch. Ja, man muss dem Tod ins Auge geblickt haben. Das hat nicht Harry getan. Und dadurch kann er die Testrale sehen, aber zum Beispiel Ron oder Hermine nicht. Und natürlich hier, wie heißt sie nochmal? Mist, wie heißt sie nochmal? Ah, Luna, ne? Das war Luna. Luna, Harry Potter. Ja, genau. Luna kann sie auch sehen. In welchem Fall sie dem Tod ins Auge geblickt hat, weiß ich tatsächlich nicht. Luna Lovegood. Danke, Minnie. Genau. Minnie sagt es richtig, Luna Lovegood. Gibt leider keine Punkte dafür. Aber es gibt Punkte für die nächste Frage. Die kommt jetzt. Frage Nummer 4. Welches Tier bekleidet das Wappen von Hufflepuff? Ist es ein Dachs, ein Fuchs, eine Eule, ein Hase oder ein Pummeluff? Welches Tier bekleidet das Wappen von Hufflepuff? Also Gryffindor, weiß man ja, ne? Ist, glaube ich, ein Löwe. Gryffindor, oder ist das ein Greif? Ne, ein Löwe, genau. Gryffindor ist ein Löwe. Dann haben wir Slytherin. Schreiben wir das mit Y eigentlich? Ja, Slytherin schreibt man mit Y. Slytherin ist die Schlange. Dann haben wir noch Ravenclaw. Das ist, glaube ich, der Rabe. Ja. Rabe oder Krähe. Ich glaube, im Buch ist das eigentlich ein Adler, oder? Ich glaube, im Buch soll das ein, hat Christine mir, glaube ich, erzählt. Das ist eigentlich im Buch Graue Dame, Künderin Wappen, Adler auf Blau. Ja, bronzefarbene Adler auf Blau. Deswegen, ich hatte zuerst überlegt, ob ich Ravenclaw nehme, habe ich da dagegen entschieden, weil das Buch und der Film da unterschiedliche Sachen haben. Okay, doch wie viele haben es richtig? Wie viele? Hase, Dachs, Fuchs, Eule. Nur eine Person hat die richtige Antwort eingegeben. Es ist nämlich der Dachs. Machen wir es mal. Hufflepuff. Da, da sieht man ihn. Der Dachs auf Gelb. Der Dachs auf gelbem Grund. Was für ein Spruch da oben. In Hufflepuff dagegen ist man gerecht und treu. Man hilft dem anderen, wo man kann. Man hat für Arbeit keine Scheu. Das passt, ja, ob das zum Dachs passt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, inwiefern Dachs da beteiligt ist. Woher kommt das eigentlich, ein Dachs? Aha. Ist jetzt hier bestimmt sicherlich nirgendwo beschrieben. Davon gehe ich jetzt mal aus irgendwie. Es gibt Zauber, die Menschen und Kessel in Dachse verwandeln können. Oha! Die Menschen und Kessel? Was ist denn das für ein spezifischer Zauber? Ja, also ich brauche unbedingt, ganz, ganz dringend brauche ich bitte einen Zauberspruch. Ja, was soll er können? Ja, der soll was in Dachs verwandeln. Okay, Dachs, sehr spezielles Tier. Pff, weiß jetzt nicht, warum unbedingt Dachs, aber gut. Was soll er denn verwandeln? Ja, Menschen. Okay, das geht klar. Ja, soll ich das dann so einpacken? Nee, nee, bitte. Ich hätte dann ganz gerne auch noch einen Kessel. Wie, also sie wollen jetzt noch einen Kessel dazu kaufen? Nee, nee. Ich will auch einen Kessel in Dachs verwandeln. Also Menschen und Kessel. Sonst irgendwas? Nee, nee, nur Kessel. Irgendwelche anderen? Nee, nee, Töpfe, Pfannen, Geschirr, sonst was? Nee, nee, nur Kessel, bitte. Bitte, es soll nur Kessel. Kessel und Menschen will ich in Dachs verwandeln. Und vor allen Dingen, es gibt Zauber. Das ist auch noch der Plural. Wirklich absurd. Okay, nächste Frage. Frage Nummer 5. Was haben Harrys und Voldemorts Zauberstab gemein? Also was verbindet sie? Was haben sie gemeinsam? Verbindet sie Blut eines Einhorns, Holz einer Weide, Feder eines Phönix oder Zahn eines Drachen? Also es werden ja Zauberstäbe hergestellt. Gibt es eigentlich in Harry Potter sowas wie eine Zauberstabfabrik? Wie werden die denn hergestellt?
Harry Potter Zauberstab Fandom, oh Gott. Fabrik. Ja, in Eldenwald gibt es natürlich Zauberstäbe. Alibaba, nee, danke. Ich will jetzt auch nicht zu viel irgendwo draufklicken, um jetzt nicht die Antwort irgendwie zu zeigen. Dann gucken wir da gleich nochmal nach. Wie heißt denn die Zaubererwelt? Hat gar keinen Namen, ne? Harry Potters Welt hat, glaube ich, die Zaubererwelt hat, glaube ich, keinen Namen. Wenn ich mich nicht irre. Ich finde es ganz schön dunkel hier. Ich mache mir mal kurz mehr Licht an. Einmal hier nochmal mehr Licht. Ja, so. Ah, ein bisschen hell. Sonst kann ich hier nichts mehr sehen. So, besser. Also, was haben sie gemeinsam? Reveal Answer. Feder eines Phönix ist richtig. Die Phönixfeder. Das erfährt Harry nämlich in dem Laden, wo er sich seinen Zauberstab kauft, dass sie beide von dem Phönix abstammen. Dass sie vom gleichen Phönix, glaube ich, sogar. Und dadurch sind die Zauberstäbe im Grunde genommen Geschwister. Aber dann wollen wir doch nochmal sehen. Was hat denn hier jetzt dann nochmal Harry Potter Zauberstab herrscht? Della. Ah, Zauberstabmacher, der macht die direkt. Garrick. Zauberstabmacher. Zauberstabhersteller ist eine Person, die Zauberstäbe herstellt, an Hexen und Zauberer verkauft und daher eine wichtige Berufe in der Zauberergesellschaft darstellt. Die Praxis der Herstellung eines Zauberstabs ist bekannt als Zauberstabhandwerk. Aha. Zauberstabläden datieren zurück bis mindestens zur Gründung von Ollivanders Zauberstabladen in der Ära 382 vor Christus. Und einige der ersten Zauberstabhersteller waren die Druiden. Ah, Druiden. Okay. Obwohl es allgemeine Praxis in älteren Zeiten für den Käufer eines Zauberstabs war, seinen eigenen Kern mitzubringen. In der Regel von einem traditionellen oder einer bevorzugten Substanz. Schaffen sich einige moderne Zauberstabhersteller wie Garrick Ollivander ihre eigenen Kerne und behaupten, damit mehr Erfolg zu haben. Aha. Ach so, hier sieht man dann, wie sie mit Zauberstäben kämpfen. Wie sie es damals gemacht haben, die Druiden. Schon ein bisschen imposanter, ein paar mehr Partikeleffekte. Ah, Lisa, sag mal eben, ich soll hier Wasser trinken. Nicht dumm, ich glaube, ich habe heute wirklich noch nicht so viel getrunken. Ach, dankeschön. Ich finde, ihr solltet dann auch was trinken. Trink auch ruhig mal einen Schluck. Okay, nächste Frage. Frage Nummer 6. Was ist Hermines Patronus? Wieder eine Tierfrage. Ist es ein Dachs? Hier mal wieder den Dachs. Haben wir einen Hund? Hund hatten wir heute noch gar nicht. Ist es eine Eule? Hatten wir heute schon eine Eule? Ich glaube nicht. Oder ein Otter? Was ist Hermines Patronus? Otter hatten wir heute definitiv noch nicht. Eule? Ich glaube, wir hatten auch schon mal vorhin eine Frage. Achso, ja klar, auch bei den Wappen. Ja. Ein Patronus. Was ist der Patronus? Gebe ich hier schon mal ein Patronus, weil ich gerne wissen möchte, was überhaupt Patronus ist. Der Patronus-Zauber ist der machtvollste Verteidigungszauber der Zaubererwelt. Ja, okay. In Form eines Schutzwesens heraufbeschwört. Der Patronus ist der Latte, aber ich erwarte, er bitte meinen Schutzherrn Patron. Und durch die Forschung eines glücklichen Erlebnisses. Ja, das ist der Patronus-Zauber, aber es gibt doch auch. Ich will
Also benutzt man seinen Patronus nur für diesen Zauber? Oder kann man den auch noch für andere Dinge nutzen? Welcher Patronus würde dich beschützen? Modus of Patronus? Ich hätte eigentlich ganz gerne so eine Erklärung, was... Also ja, also nach meiner Erklärung ist er jetzt gerade dann nur für den Patronus-Zauber. Oder beziehungsweise für alle Verteidigungszauber wahrscheinlich dann, ne? Patronus-Zauber ist ja nur der mächtigste. Aber wahrscheinlich ist er der mächtigste, weil man damit seinen Patronus beschwört. Bei den anderen braucht man seinen Patronus ja anscheinend nicht. Oder nutzt man ihn nicht. Und hier sehen wir es. Hermine Granger hat als Patronus den Otter. Gucken wir uns mal an, wer es richtig hat. Oder wie viele von euch. 4 Leute, alle, die abgestimmt haben, sagen, ja, Otter ist richtig. Ja, es ist der Otter. Auch das abwegigste Tier hier wohl in der Liste. Mir sind sonst keine abwegigen Tiere eingefallen. Vielleicht hätte ich hier auch mal hier die anderen aus der Liste noch reinpacken können. Ein Eber. Wer hat denn das absurdeste? Ja, Hirsch, Kuh. Luchs, Hirsch, Kuh, Hase. Oh, Lisa hat ein Einhorn. Langhaarige Perserkatze. Dolores Umbridge. Wiesel, Pferd. Jack Russell Terrier. Sehr spezifischer Hund. Remus, natürlich der Wolf. Marienkäfer. Symposia Rawley. Raw, wer ist das? Eine Hexe, ihr Patronusnamen, erwähnungsweise in Form eines Marienkäfers an, welcher trotz seiner winzigen Größe sehr mächtig war. Ach, das wurde, glaube ich, mal im Film erwähnt, ne? Maus-Mammut! Der hat einen Mammut! Mammut fände ich aber auch cool als Patronus. Gehen wir zur nächsten Frage über. Was ist kein Ball beim Quidditch? Oh, hier fehlt ein Verb. Was kein Ball beim Quidditch? Also was ist kein Ball beim Quidditch? Ist Klatscher, Schnatz, Quaffel oder Treiber? Welcher dieser Begriffe beschreibt keinen Ball beim Quidditch? Was könnte das sein? Ja, es gibt nur 3 verschiedene Ballarten bei Quidditch. Die sind hier alle aufgeführt. Aber eins dieser Sachen... ist es nicht. Doch was ist... welches davon? Welches davon ist kein Ball? Da mache ich vielleicht noch mal andere Twitch-Erweiterung an, wenn ich die beiden jetzt eh deaktiviert habe. Tut mir leid, dass ich das kurz mache. Und zwar ist das was, was ich eigentlich... worüber ich dann... paar coole Sachen machen kann. Front Row deaktiviere ich erst einmal. Und zwar, wo ist sie? Prime Subscription and Loot. Wo habe ich's? Ja. Aktivieren und als Komponente 1. Ja. So, damit wir die von euch das Twitch Prime Abo noch übrig haben, kostenlos, dadurch, dass sie Amazon Prime haben, die das noch übrig haben und das hier lassen wollen, dann kostet das halt kein Geld. Einfach nur quasi als Erinnerung. Das ist jetzt so eine Erweiterung, die daran erinnern kann, dass ihr euer Twitch Prime Abo noch frei habt. Und die ganzen Einnahmen, die ich ja hier durch diesen Stream erziele, gehen ja auch direkt wieder zurück in den Stream. So, gucken wir uns die richtige Antwort an. Quaffel, Treiber. Der Quaffel ist tatsächlich einer der Bälle. Treiber ist einer der der Stürmer, glaube ich, bei Quidditch. Ah, der sagt auch nochmal, ich soll noch ein bisschen Wasser trinken. Vielen Dank.
Einmal und ich muss mir gleich wieder Wasser holen. Ich glaube, ich muss auch mal festlegen, wie viel Wasser ich trinke. Ich trinke immer so irgendwie 8 bis 10 Schlücke. Genau, wo war ich? Der Quaffel. Was ist denn der Quaffel? Bälle bei Quidditch. Bälle Quidditch. Oh, ich habe es auch noch komplett falsch geschrieben, Quidditch übrigens. Da, der Quaffel. Dieser, hier der Treiber ist nämlich einer, der diese versuchen mit Schläger die Klatscher von den Mitspielern der eigenen Mannschaft abzuwehren und schlagen sie auf gegnerische Spieler. Ey Michi, du hast den Drachen gefüttert. Vielen Dank. Hat dich das keine Bits gekostet? Nee, Kanalpunkte. Sehr, sehr cool. Ihr könnt Gamgo mit Kanalpunkten füttern. Vielen Dank. I don't really like that food, but thanks. Kanalpunkte. Ja, cool, ey. Mega gut. Denn wir können Gamgo können wir immer weiter wachsen lassen und den auch später gegen andere Drachen kämpfen lassen. Oder ihn auch züchten. Gamgo sieht ein bisschen dumm aus. Ich habe ihn nicht designt. Ich konnte die Farben auswählen. Warte, ich mache ihn mal ein bisschen größer. Und setze ihn mal da oben hin, nicht, dass seine Sprechblase dann nachher da was blockiert. Ihr könnt Gamgo füttern, auch links wieder mit dieser Extension oder wenn ihr auf dem Handy unterwegs seid, unter mir auch wieder diese Extension-App öffnen. Dann könnt ihr da Gamgo füttern oder auch zum. Und ich glaube, irgendwann können wir den dann eben auch. Kann er sich weiterentwickeln oder der kann Level aufsteigen, der kann stärker werden. Er kann auch. Es können auch neue Drachen ausgebrütet werden, die dann nicht so blöd reingucken, gegebenenfalls. Aber Gamgo, ich finde irgendwie der Blick, der hat doch was. Dieses schielende Etwas. Okay, gehen wir zur nächsten Frage. Der Quaffel ist der Ball, der ins Tor geworfen werden muss. Das ist der Quaffel. Klatscher und Schnatz, ich glaube, die kennt man. Ja, Lisa hat Gamgo was Fleisch gegeben. Nice, 20 HP und 500 Erfahrungspunkte, Krempf beachte das. Jetzt ist schon Level 4, nice, geil. Womit ersetzt Hagrid seinen Zauberstab? Mit einem Ast, einem Gehstock, einer Eisenstange oder einem Regenschirm? Womit ersetzt Hagrid seinen Zauberstab? Hagrid, ihm wird nämlich der Zauberstab abgenommen. Weswegen weiß ich gerade gar nicht mehr. Obwohl doch, klar, im Rahmen seiner Verbannung aus Hogwarts, glaube ich. Und dann zaubert er mit etwas anderem. Was benutzt er denn? Ast, Gehstock, Eisenstange oder Regenschirm? Das sieht man dann auch in der Szene, wo er was öffnet der nochmal? Die Winkelgasse. Den Eingang öffnet er zur Winkelgasse und da schlägt er auch mit diesem Gerät dagegen. Es ist nämlich der Regenschirm. 3 Leute haben richtig getippt. 3 Leute sagten der Regenschirm und es ist tatsächlich der Regenschirm. Nice, sehr gut. Dann schauen wir doch gleich mal rein, wie denn die Punkteverteilung so aussieht. Das würde mich jetzt natürlich dann auch interessieren. Selecting Players. Ich warte jetzt gerade noch, weil ich muss jetzt noch warten, bis das Ergebnis zu euch gezeigt wird. Genau, hier, Show. Und zwar der Total Score. Wir haben ganz oben Michi. Alter Schwede, krass. Not bad, not bad. Mit 100.000 Punkten. Ein bisschen abgeschlagen davon. Mini mit knapp über 50.000 Punkten. Also der Hälfte. Dann wieder die Hälfte. Devin mit 22.000. Matti 5.000 Punkte. Jan 681 Punkte, Lisa minus 3000 Punkte und Momo minus 62.000 Punkte. Momo. Ach, geil. Okay, nächste Frage. An welchem Bahnhof liegt Gleis 9 3 Viertel? King's Cross, St. Pancras, Paddington oder Victoria Station? An welchem Bahnhof liegt Gleis 9 3 Viertel? Also von wo aus
fahren sie immer nach, ne? Naja, nicht immer, ist ja auch einmal nicht reingekommen, gleich mal ein Dreiviertel, nach Hogwarts. Sind alles Londoner Bahnhöfe tatsächlich. Aber nur an einem liegt das Gleis 9 Dreiviertel. An welchen? Das ist jetzt auch mal für Leute, die... Vielleicht waren ja auch schon ein paar von euch da. Und sind auch und haben versucht, gegen die Wand da durchzulaufen. Da ist ja auch sogar an Gleis 9 Dreiviertel. Ist doch auch direkt. Gehen wir das ein. Gleis 9 Dreiviertel. Da ist doch auch... Bilder. Ja, genau. Da ist halt auch einfach die Sehenswürdigkeit dann entsprechend gebaut worden. Ich guck gerade, ob die Antwort nachher... Ihr habt eh schon alle abgestimmt. Hier sieht das dann aus. Ich glaube, für mich... Also ist jetzt, wäre jetzt für mich kein Highlight, da extra hinzufahren und sich das hier anzugucken. Wie der halbe Wagen hier sogar unten festgeschraubt ist. War aber schon mal irgendein Kunstprojekt von irgendwem. Das aufzusetzen. Na gut, wer wusste es? 5 Leute warten, wir hatten es richtig. King's Cross und eine Person Victoria Station. Krass. Ey, dass ihr das gewusst habt. King's Cross. Gucken wir mal, wo liegt der King's Cross? Gehen wir auf Maps. Maps. King's Cross London. Okay. Ich glaube, da war ich noch nie in der Nähe. Camden Town. Also in Bloomsbury war ich schon mal, aber hier auf der Seite weiß ich gar nicht, ob ich da schon mal war. Hier ist der Paddington. Aber ich glaube, wo liegt Hogwarts denn eigentlich? Oben in Schottland, oder? Das heißt, wir müssen diese ganze Strecke mal fahren. Wie lange dauert denn die Fahrt von... Okay, das möchte ich einmal wissen. Wie lange dauert denn die Fahrt von London nach Hogwarts? Einmal bitte nochmal normales Google. Wie lange dauert die Fahrt von London nach Hogwarts? Laut Harry Potter Wiki Fendo. Die Fahrt dauert mindestens 9 Stunden, sodass bei der Ankunft der Schüler bereits dunkel ist. Als Fahrgäste sind normalerweise nur Schüler mit diesem Zug unterwegs. Okay. Wieder was gelernt, 9 Stunden. Und nächste Frage. Welche Schule nimmt nicht am Trimagischen Turnier teil? Barbaton? Hogwarts, Durmstrang, Ilvermorny. Ich hoffe, die habe ich alle richtig ausgesprochen. Ey, das wäre jetzt gerade echt mein Highlight. Ich traue mich gar nicht, sie nochmal auszusprechen. gerade. Aber ich glaube, Barbaton, Hogwarts, Durmstrang, Ilvermorny. Durmstrang. Ilvermorny. Warburton und Hogwarts. Ich wollte eigentlich zuerst die Länder entsprechend nehmen, aber bei einem dieser Schulen ist gar nicht so klar festgelegt, beziehungsweise es unterscheidet sich wohl auch irgendwie so ein bisschen von Film und Buch. Deswegen oder ist auch nicht so klar gesagt oder angegeben. Deswegen habe ich hier dann stattdessen die Namen der Schulen genommen. Und die richtige Antwort ist Ilvermorny. Ilvermorny ist nämlich eine Schule, ich glaube, in Amerika. Und die sind da natürlich nicht im Trimagischen Turnier. Da sind halt die Französinnen von Beauxbatons, die Schotten von Hogwarts oder Engländer, generell Briten von Hogwarts. Und Durmstrang, ich glaube, Durmstrang war doch... die wirken nämlich, finde ich, ein bisschen ungarisch in der... Im Film oder russisch sogar und schwarz und der Schulleiter. Aber an sich soll das wohl laut J.K. Rowling soll das eigentlich
Ach, Ungarn, schreibt Sakura, ja. Aber tatsächlich ist laut J.K. Rowling in Skandinavien, also Schweden oder Norwegen. Aber das finde ich, da finde ich, passt das im Film ist halt cooler irgendwie. Das unterscheidet sich dann auch besser von den von Hogwarts. Finde ich Ungarn passt da natürlich wesentlich besser. Okay, gucken wir uns die nächste Frage an. Was ist keine Zutat des Viersafttranks? Ui, jetzt greifen wir mal ganz groß in die Trickkiste. Ah, wer weiß das denn? Was ist keine Zutat des Viersafttranks? Ist es die Alraunenwurzel? Flottfliegen, Blutegel oder Flussgras? Der Sucher der Ungarn ist aus Durmstrang. Ah, nur der Sucher? Nee, der Sucher der Ungarn. Ah, okay, der Sucher der ungarischen Nationalmannschaft ist aus Durmstrang. Okay. Interesting. Genau, und dann sind ja später noch irgendwie so bei einer Meisterschaft und da ist dieser, oh, wie heißt er denn noch? Der Spieler. Der hatte doch so einen Krumm. Hieß der Krumm? Viktor Krumm, ne? So hieß er, glaube ich. Guck ich mal eben. Viktor Krumm. Ja, Viktor Krumm, genau. Ach, sieht da edel aus. Geburt Bulgarien. Vicky. London nennt ihn Vicky, cool. Blutstatus. Reinblut oder Halbblut. Also eins von den beiden muss er anscheinend sein. Genau, jo, alles klar, danke. So, dann gucken wir mal, wer kennt sich denn hier, wer hat denn hier bei den Zaubertränken aufgepasst? Wer hört dann hier auch mal dem, wer hört denn auch mal zu? Es ist, die Alraunenwurzel ist keine Zutat des Viehsafttranks. Flottfliegen, Blutegel, Flussgras, alles wichtig, aber die Alraunenwurzel nicht. Gucken wir mal kurz rein. Viehsaft. Trank Zutaten, denn die Alraunenwurzel brauchen wir nicht für etwas anderes, nämlich ich glaube für den Entsteinerungstrank. Der Trank zu zubereiten ist sehr schwierig und erfordert unter anderem Flottfliegen oder Florfliegen, Blutegel, Flussgras und Knöterich. Ein gemahlenes Horn eines Zweihorns, kleingeschnittene Haut einer Baumschlange und ein Stück von einer Person, in dem man sich verwandeln will. Gucken wir, suchen wir doch nochmal die Alraunenwurzel. Alraunen. Die Alraune, hier. Hässliches Ding. Auch bekannt als Mandragora. Ist eine magische und empfindungsfähige Pflanze, dessen Wurzel wie ein Mensch aussieht. Naja, wie ein Mensch ist das jetzt nicht unbedingt. Nennen wir irgendwas Humanoides. Wie ein Baby, wenn die Pflanze jung ist, aber reif wird, wenn die Pflanze wächst. Wenn sie ausgewachsen ist, kann ihr Schrei tödlich sein. Für jeden, der diesen hört. Ah, okay. Hier ist ein Bild. Cool. Es gibt sogar eine Popfigur davon. Interesting. Na gut. Machen wir weiter. Finde ich jetzt gerade nicht, wofür man den noch braucht. Man die auch. Oh, jetzt habe ich aus Versehen angeklickt. Hier sieht man, wer alles die Frage falsch beantwortet hat. Und Michi legt weiter vor. Mini kommt aber mittlerweile näher dran. Sakul hat sich mal dazwischen gegrätscht. Ist anscheinend jetzt nachträglich mal in den Stream reingekommen und hat hier mal ein bisschen hat gesagt, so Leute, jetzt bin ich auch dabei mit 54.000 Punkten. Devin mit 35.000 Punkten, Matti 6.000 Punkten. Jan 681 ist dabei geblieben, Lisa minus 5.000 und Momo minus 62.000. Aber ich wollte ja eigentlich, ich habe mich ja nur verklickt, ich wollte ja jetzt gerne die nächste Frage haben. Wer war nie Harrys Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste? Ah, da denkt man, ja egal, ich habe die alle drauf, ich weiß ganz genau. Ist es Dolores Umbridge, Quirinius Quirrell, Mad-Eye Moody oder Remus Lupin? Und jetzt denkt man, okay, wer war denn da?
Oh, und ich dachte, jetzt kommt das Sirius Snape als Antwortmöglichkeit. Nein, nein. Nein, 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 nein. Hier war auch jemand da von denen nicht dabei. Mal gucken, wer das weiß. Ich suche mal kurz die Referenz raus. Na gut, ich hab's gefunden. Das war fies. Okay. Schauen wir mal, wer es richtig hat. Vier Leute haben es doch richtig! Okay, Quirinius Quirrell war der erste Lehrer, ganz am Anfang. Dolores Umbridge war es auch zwischendurch, übernimmt dann später von dem Posten aus die Schulleitung. Und Mad-Eye Moody ist es, weil er ist ganz am Ende des Schuljahres offenbart sich furchtbares Geheimnis des neuen Lehrers. Tatsächlich hat gar nicht Alistair Moody selbst das ganze Jahr über Hogwarts unterrichtet. Denn in Wirklichkeit ist der Ex-Auror schon vor Beginn des Schuljahres von Barty Crouch Jr., einem treuen Anhänger des Voldemorts und Wurmschwanz, zu Hause überfallen worden. Crouch Jr. hat Moody mit dem Imperius-Fluch seinen eigenen Willen unterworfen und in einem Zauberkoffer mit nach Hogwarts genommen. Schon zuvor hatte Crouch mit Hilfe von Vielsafttrank die Gestalt Moodys erlangt und sich das ganze Jahr über für sein Opfer ausgegeben. Da sieht man's. Mad-Eye Moody war das nie, sondern das ganze Jahr über war es eben, ja, Crouch. Kommen wir zur nächsten Frage. Eine Frage hier, powered by Christine war das nämlich. Ey, das hätte ich nicht gewusst, keine Ahnung. Eine weitere Rolle. Wer war denn nie Schulleiter in Hogwarts? War es Fudge, Snape, McGonagall oder Umbridge? Wer von denen war noch nie Schulleiter in Hogwarts? Nie. Im Rahmen der Filme natürlich, ne? Im Rahmen der Filme, wie man da die Filme halt so weiß. Wer davon war nie Schuldirektor in Hogwarts? Ich hab mal versucht, ihr kennt ja den typischen Schulleiter von Hogwarts, Dumbledore. Den habe ich mal versucht, im MetaHuman nachzustellen, so wie andere Leute auch. MetaHuman.com muss ich da, glaube ich, hin. MetaHuman. Digital Human Creation. Ja, hier war das. Ich will einfach mal direkt zur Website. Launch the App. Das ist nämlich so ein Tool, wo man digital Leute nachstellen kann. Und da habe ich mich mal versucht an ein paar Charakteren. Mal gucken, ob ihr erkennt, wer das ist. Natürlich unter anderem an Dumbledore. Während das lädt, können wir mal überschalten und uns die Antwort zeigen, während dieser mich nochmal trinken lässt. Und ich muss gleich nochmal Wasser holen. Das reicht noch nicht. Ich hole mir noch mal eben was zu trinken. Das Ploppen eines Biers war irgendwie einfacher als Wasser zu sprudeln. So, schön wieder Decki drüber. Muss ja schon kuschelig sein. Jetzt hat es gerade fertig geladen. Na, guck mal. Das war im Rahmen meiner Möglichkeiten, Dumbledore zu erstellen. Ich finde es aber ganz okay, oder? Auch einen schicken Anzug. Für die Möglichkeiten, die ich so hatte. Die Frisur war leider vorgegeben. Ich konnte den Bart nicht länger machen. Eigentlich hätte ich jetzt gerne hier gesessen und mich als Dumbledore dann eben entsprechend verkleidet. Aber das Gesichts-Motion Capture, was ich dafür bräuchte, geht nur mit Apple-Geräten. Und leider nicht mit Android-Geräten. Und ich habe halt leider nur Android hier.
Ja, okay. Und Harry und Ron habe ich anscheinend gar nicht mehr. Habe ich anscheinend gar nicht gespeichert gelassen. Oder ich durfte nur, glaube ich, 4 haben oder sowas. Jo, aber okay, machen wir weiter. So, wer war noch nie Schulleiter in Hogwarts? Fudge war noch nie Schulleiter in Hogwarts. Snape war es eine kurze Zeit. Und zwar, als nämlich dann Voldemort das Ministerium so übernommen hat, war Snape Schulleiter in Hogwarts. Es war nur ganz kurz, aber er war's. Das hier kann ich jetzt wieder schließen. Ja. Das auch. Das auch. Gehen wir zur nächsten Frage. Mit welchem Zauberspruch kann ich Gegenstände zu mir rufen? Also mit welchem Zauberspruch rufe ich Gegenstände zu mir? Mit Accio! Expelliarmus! Alohomora! Oder Wingardium Leviosa? Man muss die Zaubersprüche immer schnell sprechen, damit sie ganz besonders doll wirken. Wann war McGonagall denn Schulleiterin? Gucken wir einmal rein. Schulleiter Hogwarts. Schulleiter und Schulleiterinnen. Interessant, dass hier direkt ein Bild von McGonagall auch kommt. Nee, habe ich Hogwarts eigentlich? Doch, Hogwarts. Hogwarts-Wappen, Hogwarts. Gucken wir mal nach den späteren. Hier, ab danach. Nach, also, als Dumbledore tot war, dann wurde ja Snape, also hier, ne? Albus Dumbledore ist verstorben, dann war provisorisch nur McGonagall als seine Vertretung, dann hat Voldemort das Ministerium übernommen und Snape wurde Leiter und ganz am Ende des Films, dann der Filmreihe, wurde dann McGonagall zur neuen Direktorin. Also als dann quasi alles vorbei war. Ist gemein, man muss die Filme bis zum Ende geguckt haben, aber wir sind ja auch nicht zum Kaffeekritzen hier, ne? Muss ja auch ein bisschen knackig sein. Also, mit welchem Zauberspruch kann ich Gegenstände zu mir rufen? Es ist Accio! Und ganz ehrlich, das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Es gibt sogar tatsächlich einen Zauberspruch, womit ich meinen Besen zu mir herüberrufen kann. Und sie machen es nie. Also vielleicht machen sie es mal einmal. Ne? Ganz, wenn sie gerade die Hand so auf. Ne? Ich glaube, da hätten sie eigentlich vielleicht eher Accio sagen sollen. Anstelle von auf, wo sie ihre Zauberspruch in die Hand rufen, ihre Besen in die Hand rufen. Aber sie rufen nie ihre Besen zu sich. Wenn sie irgendwo runterfallen, wenn sie irgendwie mal von A nach B müssen. Accio. So einfach ist es. Und selbst wenn ich den Besen ja dann nicht über Meilen heraus zu mir rufen kann. Oh, Mini use 500 Challenge Points to breed Gumgo. Ach geil, jetzt bin ich gespannt, was. Ah, jetzt wurde Gumgo gebreedet. Ah, jetzt hat er. Okay, jetzt wurde er gepaart mit einem anderen und hat entsprechend ein anderes Aussehen bekommen. Oder haben wir jetzt mehrere, verschiedene Drachen? Muss ich mir nachher mal, gucken wir nachher mal nach dem Quiz rein, was es da jetzt mit sich auf sich hat, dass das Gumgo sich jetzt so verändert hat. Denn er hat jetzt so Katzenohren auch. Also es ist auf jeden Fall fraglich, warum sie mit Accio nie ihre Besen zu mir rufen. Ich würde auch sogar einfach, wenn mein Besen anliegt, würde ich, wenn ich spazieren gehe, einfach alle 5 Minuten mal kurz Accio sagen, damit der Besen wieder ein Stück zu mir weiter rankommt. Also, ganz fraglich. Alohomora, ein Zauberspruch, um Schlösser zu öffnen. Expelliarmus, um Gegner zu entwaffnen. Und Wingardium Leviosa, um Sachen zum Schweben zu bringen. Ich dachte, dass ich euch vielleicht mit Wingardium Leviosa bekomme. Dass da vielleicht ein paar Leute drauf reinfallen. Der Zauberspruch, um Sachen zum Schweben zu bringen. Aber das ist nicht der, um Sachen zu mir herbeizurufen. Welche Schachfiguren verkörpern Harry, Ron und Hermine im Zauberschach? Also in der Szene, wo sie in dieses Real-Life-Zauberschach reinrutschen. Welche Schachfiguren verkörpern Harry, Ron und Hermine? Sind es Dame, Springer, Läufer, Läufer, Springer, Turm, König, Bauer, Dame oder nur Bauern? Boah, ist das eine schwere Frage. Alter Schwede, wie konntest du das überlegen? Ja, das ist eine Frage, die habe ich mir überlegt. Und das dann nochmal im Film nachgeprüft.
Und ja, sie verkörpern ja jeweils eine Figur in diesem Zauberschachmatch. Und welche sind das? Boah, da muss man, glaube ich, den Film noch mal ein bisschen drauf haben. Ich meine, Ron sagt das auch sogar. Ja, genau. Und diese Kanalpunkte, die ihr für Gambo ausgeben könnt, die bekommt ihr jetzt, indem ihr einfach den Stream weiterguckt oder im Chat was macht oder sowas. Ich glaube, dadurch bekommt man dann entsprechend die Kanalpunkte. Gucken wir uns die richtige Antwort an. Es sind Läufer, Springer und Turm. Harry spielt den Läufer. Ron setzt sich aufs Pferd, um den Springer zu spielen. Und Hermine steht, glaube ich, einfach nur die ganze Zeit als Turm in der Ecke. Ich glaube, die bewegt sich nicht mal auf ein anderes Feld. Dame, Springer, Läufer sind es leider nicht. Harry spielt nicht die Dame. Hatten drei von euch getippt. Sondern er spielt den Läufer. Der ihn dann auch am Ende matt setzt. Finde ich auch interessant. Ich konnte halt leider nicht erkennen, welche Stellung sie da haben, weil ich ja gerne mal gewusst hätte, okay, ich opfere meinen Springer, um da mit meinem Läufer matt zu setzen. Was hat der gemacht? Wie hat er das gemacht? Vielleicht findet man das ja auch irgendwo online, aber das finde ich passt jetzt nicht so gut in dieses Format. Machen wir, glaube ich, mal irgendwie im Schachturnier, was ja nächstes Jahr dann auch wiederkommt. Anfang nächsten Jahres wird sicherlich das Schachturnier, das Gamma-Schachturnier wieder stattfinden. Oh, wer ist Tatze? Ah, Tatze, ein interessanter Name. Aber wer ist es? Gregory Goyle, Neville Longbottom, James Potter oder Sirius Black? Wer wird auch Tatze genannt? Wer ist es? Gregory Goyle, wer ihn nicht kennt, einer der Kumpanen von Malfoy. Neville Longbottom, der sein Vergissmeinnicht verloren hat oder auch ständig seine Kröte sucht. James Potter, weiß ich gerade selber nicht mehr, wer das ist. Ich glaube, weiß ich nicht, irgendein Dude. Und Sirius Black, der in Azkaban gesessen hat. Und wer von denen wird auch Tatze genannt? Jeder von denen. Ich kann das ja einmal jetzt mal kurz aufrufen. So, James Potter, seine Freundin nämlich. Die hat nämlich, warte, ich gehe mal auf Sirius Black, denn Sirius Black ist die richtige Antwort. Oder ich gebe das mal ein, Harry Potter Tatze. Tatze. Spitzname von Sirius Black. Aber ich will ja auch die anderen Namen haben. Wer sind denn nochmal die anderen? Denn ich meine, die anderen haben ja auch jeweils alle. Oh, da wird gebettelt. Und wir haben gewonnen. Gamgo hat gewonnen. Wie geil, die erste Schlacht und direkt gewonnen. Gamgo ist König. Geilo. Ich finde leider gerade nicht, wie die anderen nochmal heißen. Genau. Wurmschwanz, Tatze und Krone. Ja. Yeah. Die anderen Spitznamen Krone und Tatze und Wurmschwanz gab James Potter, Sirius Black. Gaben James Potter, Sirius Black und Peter sich selbst aufgrund der Tatsache, dass sie Animagi waren. Okay. Gucken wir uns an, wer alles das richtig hat. Sirius Black. Das ist richtig, eine Person hat noch getippt, Gregory Goyle. Aber Sirius Black, weil er sich in einen Wolf verwandeln kann. Gibt man ihm den Spitznamen auch. Oder in so einem Hund, ne? Irgendwie so ein Hundeviech. Wolf, Hund. Oder was ist das Magisches irgendwie? Worin konnte er sich verwandeln? Weiß ich nicht, kann ich jetzt gerade nicht mehr nachgucken. Egal, gehen wir zur nächsten Frage über. Wer manipuliert die Klatscher so,
dass sie Harry jagen. Ist es Dobby, Snape, Quirrell oder Umbridge? Wer manipuliert die Klatscher? Klatscher kennen wir jetzt. Die jagenden Bälle aus Quidditch. Und irgendjemand hat sie manipuliert. Doch wer? Wer hat sie so manipuliert, dass sie Harry jagen? Ey, jetzt hat Gambo die ganze Zeit da oben eine Krone auf. Finde ich total cool. Ah, nein, man erkennt auch da unten an dem Ball, dass er gerade glücklich ist, dass er ganz happy ist. Stark. Ich warte noch auf die Eingaben der Spieler. Kann dann gleich loslegen und mir die richtige Antwort anzeigen lassen. Was habt ihr getippt? Eine Frage, die ich geschrieben habe, die Christine tatsächlich erst falsch getippt hat. Dass sie mir auch, glaube ich, nicht ganz zu Ende zugehört hat. Oh, und euch habe ich damit auch gefoppt. Und zwar war es Dobby. Dobby hat die Klatscher so manipuliert, dass sie nur Harry jagen. Und Quirrell, ja, im ersten Film war Quirrell derjenige, der dafür gesorgt ist, dass Harry Potters Besenstab irgendwie ausgerastet ist. Und Harry fast runtergeworfen hätte. Wo er dann wahrscheinlich gedacht hat, okay, Snape ist da die faktuelle Antwort, weil Harry macht ja Snape eigentlich dafür verantwortlich. Aber später in dem Film will Dobby dafür sorgen, dass Harry Potter, nämlich, ich glaube, in dem Film kam er erschreckens, dass Harry nicht zur Schule kommt oder hat Bock, halt wieder nach Hause zu fahren. Und deswegen manipuliert Dobby die Klatscher so, dass sie nur Harry jagen. Nächste Frage. Oh, Frage Nummer 18. Schwierige Frage meines Erachtens. Warum wurde Hagrid von der Schule verwiesen? Wegen exhibitionistisches Verhalten gegen Schüler, Töten von Harry Potters Eltern, Schmuggeln von Dracheneiern oder Öffnen der Kammer des Schreckens. Warum wurde er von der Schule verwiesen? Das war, glaube ich, auch der gleiche Zeitpunkt, als er seinen Zauberstab abgeben musste, weil er eben diese Tat begangen hat. Was hat er gemacht? Wofür wurde er verantwortlich gemacht? Exhibitionistisches Verhalten gegen Schüler. Das stell jetzt nochmal brauche ich mal ein Bild zu malen. Stell euch das einfach mal vor. Hagrid, exhibitionistisches Verhalten, wird das passen? Wird man das erkennen bei seinem ganzen Bart? Ich fand auch übrigens, Hagrid und Hermine scheinen den gleichen Frisur gehabt zu haben, ganz am Anfang der Schulzeit. Die haben die gleiche Frisur. Und die richtige Antwort ist, für das Öffnen der Kammer des Schreckens. Selbst der exhibitionistische Verhalten hat wirklich jemand angegeben, geil. Schmuggel von Dracheneiern, ja, dabei wurde er, das hat er zwar gemacht, aber das kostete ihn keinen Schulverweis, sondern damals hat Tom Riddle ihn erwischt, wie er wohl und ließ glauben, dass er die Kammer des Schreckens geöffnet hat. Hat er zwar nicht, aber das war der Grund, warum er von der Schule verwiesen worden ist. Nächste Frage. Frage Nummer 20. Was muss man tun, um Wingardium Leviosa richtig zu sprechen? Muss man hauen und stechen, wutschen und wedeln, stechen und stupsen oder zeigen und kreisen? Was muss man tun? Wingardium Leviosa, da ist die Handbewegung nämlich extrem wichtig. Nicht nur die Aussprache, sondern auch die Handbewegung. In den meisten Zaubersprüchen gefühlt ist es nicht relevant, dann machen die einfach nur los. Oder auch noch nicht mal das. Stechen und stupsen safe. Schreibt mich hier in den Chat. Das muss ich Sachen machen, um Sachen zu fliegen zu bringen. Los. Flieg. Stechen, stupsen. Also was muss man, mir macht das Spaß, die Sachen auszusprechen. Hauen und stechen. Wutschen und wedeln. Stechen und stupsen. Nee, streichen und stupsen. Oh, Achtung, streichen und stupsen steht hier. Nicht stechen und stupsen. Und ich habe anscheinend stupsen auch falsch geschrieben, ne? Mit P. Das ist die aggressivere Variante von stupsen. Und zeigen und kreisen.
Wie schreibt man Stupsen? Moment, das prüfe ich jetzt mal einer nach. Stupsen. Nee, mit P. Okay, habe ich richtig geschrieben. Die Definition von Stupsen. Ich meine, Rechtschreibung ist ja nicht immer so mein Ding. Guck mal nach, was ist richtig? Wutschen und wedeln. Ich glaube, ich habe es falsch. Nein, alle haben es richtig, wie du sagst. Du hast es auch richtig. 6 Leute haben Wutschen und Wedeln gesagt. Da wollen wir doch mal kurz reingucken, wer war denn da am schnellsten? Das ist ja mal interessant. Wer war am schnellsten? So, ihr kriegt jetzt gerade die Antworten zugeschickt, beziehungsweise das Ergebnis. Ich muss mal kurz warten, bis ich hier, genau, Showscore. Wer war denn am schnellsten? Lisa war am schnellsten und dicht gefolgt von Mini. Michi, kurz ein bisschen mehr überlegt. Sag cool, 25.000 Punkte, Marty 25.000 Punkte und Devin 19.000 Punkte. Boah! Alle sehr, sehr schnell hier unterwegs. Im Total Score. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich zeige den Total Score jetzt nicht, aber ihr bekommt ihn automatisch angezeigt. Oh, Michi hat die Führung aufgegeben für Mini. Oh nein. Oh, Michi. Mini ist dabei. Mini ist seit heute, glaube ich, erst ein Twitch-Account. Mini 1020. Und hier direkt ordentlich absahen. Krass. Dann Platz 3, Sakul mit 100.000 Punkten, auch nicht schlecht. Devin hat sich wieder hochgearbeitet, hat jetzt 60.000 Punkte. Vorbei an Lisa, die 22.000 Punkte hat. Matti 5.000 Punkte, Jan 681 und Momo 62.000 Punkte. Krass, fast alle im Plus. Sick. Nächste Frage. Frage Nummer, was kommt jetzt? Frage Nummer 20. Wer schenkte Harry Potter den Nimbus 2000? War es Black, Hagrid, Dumbledore oder McGonagall? Boah, der Nimbus 2000. Harry Potter hatte ja auch noch verschiedene, also mehrere Besen. Also der Nimbus 2000, sorry, jetzt habe ich das einmal gespoilert. Es ist ein Besen. Aber wer, also der Nimbus 2000, welcher war das denn nochmal? Der erste, der zweite, der dritte? Irgendein anderer? Wann sagt er denn im Film mal Akio Nimbus 2000? Was? Der Nimbus 2000. Wer schenkt? Harry Potter kann sich den... Wobei, doch, er könnte sich den bestimmt auch selber leisten, ne? Ich wollte gerade sagen, er kann ihn sich nicht selber kaufen, aber Harry Potter ist ja, hat ja das von seinen Eltern geerbt, das ist ja gar nicht mehr so wenig. Wird auch später gar nicht mehr relevant, ne? Dass Harry Potter eigentlich recht viel Geld hat. Gucken wir uns die richtige Antwort an. Viele sagen Dumbledore, aber die richtige Antwort war McGonagall, die ihn ja auch entdeckt hat. McGonagall hat ja damals in der Szene als... Fangen wir mal ganz von vorne an. Okay, warum McGonagall? Wie kam die denn dazu, Harry einen Besen zu schenken? Ja, das Ganze war nämlich so, dass sie in der ersten Besenstunde, da ist die Lehrerin kurz weggegangen und hat gesagt, Leute, ihr fliegt jetzt mal nicht, bleibt alle ruhig, ich muss da kurz in die... kurze Klasse, weil Neville hat sich verletzt. Ich sehe oftmals die Frage nicht. Oh, warum? Also ich habe das ja einmal im Stream eingeblendet und einmal dann in der App. Ich sehe oftmals nicht die Fragen. Oder kann ich jetzt, weiß ich jetzt gerade gar nicht, was damit sich da, was für ein Fehler sich da eingeschlichen hat. Aber du kannst ja, siehst du sie weder im Stream noch bei dir in der App. Und das finde ich dann ein bisschen schade, das wäre ja komisch. Ja, auf jeden Fall, ich erzähle nochmal eben die Story zu Ende. Genau, da hat er seinen Vergissmeinnicht verloren, was Draco aufgenommen hat und ist dann mit Fliegen gegangen, Stiften gegangen, Harry Potter hinterher. Draco wirft das Ding weg. Harry Potter fliegt hinterher, so schnell er kann. Und fängt es dann direkt vor McGonagalls Fenster. McGonagall checkt das, sieht das natürlich und empfiehlt Harry dafür dann als Sucher beim Quidditch. Aber weil Harry natürlich keinen Besen hat und dann nicht mit so einem Übungsbesen. Ich sehe die Frage im Stream, aber bei der App kann ich nichts anklicken. Du kannst gerade nichts anklicken. Ach so, jetzt vielleicht gerade nichts mehr, weil du schon vielleicht aus Versehen was angeklickt hattest. Oder weil die Zeit schon abgelaufen ist. Ja, du musst ja bei dem in der App, wenn du in der App bist, musst du ja das hier nutzen, ne? Hier, da,
den Button und dann QuizKit kurz abwarten lassen, dass es lädt. Und dann kommt da dann die Fragen und die Antworten. Aber wem erzähle ich das? Du hast ja schon öfter mal mitgemacht. Und dann darüber damit mitmachen. Genau, und da hat dann McGonagall dadurch deswegen dann Harry einen Besen geschenkt. Und dann mitreden, damit Harry auch mitmachen kann. Alles gut, Michi ist nur zu blöd beim Wechseln. Ach so, okay, wahrscheinlich wechseln zwischen Dragon Pets und QuizKit da irgendwie, ne? Vielleicht war da irgendwie was im Argen. Okay, dann kann es natürlich liegen. Nächste Frage. Frage Nummer 21. Wie viele Geschwister hat Ron? Boah! Sind es 3, 5, 4 oder 6? Wie viele Geschwister hat Ron? Dieser Ron. Weasley. Die Weasleys haben ein paar Kinder, sind dafür bekannt, dass sie ein paar Kinder haben. Wie viele Geschwister hat Ron? Es war mal bei uns, war irgendwann mal der Gag. Wir hatten mal irgendwo gehört. Ach so, genau, bei Nobody is Perfect, bei dem Spiel, kommt mir nicht zwischendurch die Frage. Ich finde Familien mit mehr als 3 Kindern asozial. Das Spiel haben wir halt super gerne in der Familie gespielt und wir sind, ich habe 3 Geschwister, somit sind wir 4 Kinder zu Hause, beziehungsweise sogar 5. Zu 5 sind wir da und das war einfach, ja, da landeten viele orange Würfel im Kasten. Reveal Answer. Es sind 6. Ein paar dachten 4. Nein, es sind 6. Und ich war gerade verwirrt, weil da ist ja noch die 3 angezeigt hier. Wegen der Antwort, aber da ist natürlich die 6 dahin, das ist die Antwort. Wer ist das denn alles? Choose Weasley ist ja auch Motto des Quiz hier heute Abend. Weasley, Kinder. Es ist Fred, Gregory, Charlie Weasley, der kommt glaube ich erst später wieder vor. Warte mal, hier sind die glaube ich direkt mit Alter auch angegeben. Genau. Genau, zu der Zeit, als Ron 11 war, das war 1991, wo ich geboren worden bin, war seine kleine Schwester 10. Die Zwillinge, Fred und George, sind nur 2 Jahre älter, hätte ich jetzt mehr gedacht. Percy war 15, Charlie 18. Das Geburtsjahr von Charlie Weasley ist leider unklar und kann durch die Bücher bzw. dem Interview Aussagen von J.K. Rowling nicht genau benannt werden. Ja. So ist das, ne? Ist halt das ungeliebte Kind. Und Bill ist 20-jährig. Und dadurch hat Ron 1, 2, 3, 4, 5, 6 Geschwister. Nächste Frage. Frage Nummer 22. Vervollständigt das Zitat. Angst Potter? War die Antwort darauf. Frisst Zauberstaub? Nein. Hinter dir? Oder träum weiter. Was ist die korrekte Erwiderung nach dem Zitat auf Angst, Potter? Was hat Potter darauf geantwortet? Wie hat er das erwidert? Wie hat er das gekontert? Schlagfertig. Schlagfertig, wie er ist. Frisst Zauberstaub. Nein. Hinter dir. Oder träum weiter. Ich liebe das Zitat. Ich finde das so geil. Weil einfach so dieses Angst Potter, der spricht das so schön aus. Man hört noch die Spucke dabei fliegen. Gefällt mir richtig gut. Muss die richtige Antwort an. 6 Leute haben gesagt, träum weiter. Natürlich, ich glaube, die Frage war vielleicht ein bisschen einfach. Ey, gucken wir uns das bitte einfach nochmal an, ja? Geh mal kurz auf YouTube und schauen uns das nochmal an. Ich will mir das einfach nochmal anhören. Ah. Angst. Potter. Hier. Angst, Potter? Harry Potter, haha. Nee, das ist ja gar nicht das, was ich sagen wollte.
suchen wir Freiwillige, ein paar. Zum Beispiel. Ja? Zauberstäbe bereit. Ja. Angst, Potter. Träum weiter. In Erinnerung ist das irgendwie immer noch mal cooler. Aber es gefällt mir trotzdem noch sehr gut. Was beschreibt kein Horcrux? Also. Was beschreibt keinen Horcrux? Ein Buch, eine Frage, ein Trinkpokal, eine Schlange. Was kam euch noch nie als Horcrux unter? Ein Buch, eine Frage, ein Trinkpokal oder eine Schlange? Boah. Die Horcrux. Jetzt muss man die natürlich jetzt nochmal alle kennen. Und auch wissen, was ist nochmal die Horcrux? Kenn ich doch. Kann ich hier schon mal eingeben? Kann ich hier schon mal sagen, was das... gehe ich einmal auf Google. Das war zu einfach gerade. Ja, dann geht's um Schnelligkeit. Da muss man halt schnell antippen und schnell gucken, dass man da rankommt. Horcrux. Findet der geil. Ist das hier denn auch zu einfach? Ich glaube, das hier, da sind ja auch einige schnell dabei. Aber jetzt kommen, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt nur leichte Fragen kommen, eigentlich. Ich weiß jetzt gerade auch, doch, ich weiß eigentlich genau, wie viele Fragen noch kommen, brauche ich hier gar nicht zu lügen. Ich weiß noch genau, wie viele Fragen kommen, will es euch aber nicht sagen. Gucken wir uns die richtige Antwort an. Eine Frage ist kein Horcrux. Eine Person sagt ein Trinkpokal. Gucken wir mal an. Tagebuch, da haben wir das Buch. Ein Goldring gibt es noch. Dann gibt es Medaillon. Dann haben wir hier den Trinkpokal. Der eins Helga Hufflepuff gehört hat. Dann haben wir noch das Diadem von Ravenclaw. Dann haben wir Harry selbst. Als sechsten Horcrux. Und als siebsten Horcrux eine Schlange. Aber eine Frage war nicht dabei. Wäre sicherlich auch schwierig gewesen, eine Frage mit einem Zahn durchzustechen. Aber ich dachte mir, mit sowas Abstraktem kriege ich euch vielleicht dran. Gehen wir zur nächsten Frage. Oh mein Gott, wer ist das? Oh Gott, jetzt muss ich schnell öffnen. Tut mir leid, das habe ich gerade kurz vergessen. Harry Potter Quiz ist auch nur ein Bild. Wer ist das? Ist das Voldemort, James Potter, Cedric Diggory oder Viktor Krumm? Wer ist das? Ich habe nur eine Bildfrage hier drin. Das ist sie. Wer ist das? Kennt ihr ihn? Habt ihr ihn schon mal gesehen? Offenbar an dem Logo. Kann man was an dem Logo erkennen? Hat er da vielleicht einen Namen stehen? Na, das scheint nur eine Schlange, ein Rabe. Das scheint nur das typische Hogwarts-Zeichen zu sein. Was ist das hier? Irgendeine komische Brosche? Ein Seitenscheitel? Oder Mittelscheitel? Ja doch, ich glaube, das nennt man Seitenscheitel. Korrigiert mich da gerne. Ein Zauberstab. Er scheint auf jeden Fall ein Zauberer zu sein. Ah, es sind alles Zauberer hier. Es ist Tom Riddle, a.k.a. Voldemort, den wir hier sehen. Cedric Diggory ist es leider nicht. Cedric Diggory ist, glaube ich, der von Hogwarts angesetzt wird auf den bei dem Trimagischen Turnier. Gucken wir uns mal Cedric Diggory an, mal zum Vergleich. Wir haben ja auch zwei Leute getippt haben, deswegen gucken wir uns das einmal an. Cedric Diggory sieht etwas leicht anders aus. Also ist nicht Cedric Diggory. Ist das hier der Vampir? Ja, ne? Robert Pattinson, genau, der nächste Batman. Der war auf Hogwarts, der war Vampir, er wird Batman. Der ist schon ziemlich cool. Zeitreisen hat er auch gemacht. Das war unfair, sagt er cool. Ja, es freut mich immer, wenn ich auch Leute damit foppen kann, mit meinen Fragen hier. Nächste Frage.
Was ist Nähegap? Nähegap? What? Ist es ein Besen, ein Spiegel, ein Raum oder ein Zauberer? Wer oder was ist Nähegap? Spreche hier schon mal ein. Geht das? Kann ich das hier einsprechen? Nähegap. Nähegap. Nein, das ist nicht richtig. Nähegap. Ja, okay. Nähegap spricht man es aus. Also, wer oder was ist Nähegap? Kommt ihr drauf? Wisst ihr es? Nähegap. Es gibt einen Hinweis, wie man das entschlüsseln kann. Anhand des Wortes Nähegap. Ein Besen, ein Spiegel, ein Raum, ein Zauberer. Wer von euch weiß es? Gucken wir uns die richtige Antwort an. 4 Personen haben gesagt, ein Spiegel. Eine Person sagte, ein Besen. Und Nähegap ist ein Spiegel. Nämlich der Spiegel, der das größte Verlangen zeigt, beziehungsweise das größte Begehren. Ne? Nähegap, falsch herum geschrieben für Begehren. Gespiegelt quasi. Oh, es ist ein gespiegeltes Wort. Das ist ja krass, einfach gespiegelt. Voll gut. Gucken wir uns das Resultat an. Na, Gambo, bist schon gespannt? Wer hat den Sieg nach Hause geholt? Für das Harry Potter Filmquiz heute Abend? Ich bin so blöd. Gucken wir uns an. Wer hat's recht? Wer hat am meisten Punkte geholt? Mini! Mit 338.000 Punkten! Krass! Sick! Shizlocks mit 250.000 Punkten, Devin mit 149.000 Punkten, Lisa mit 127.000 Punkten, sehr cool, 47.000 Punkten, Jan 681 ist dabei geblieben, Matti minus 40.000 Punkten und Momo mit minus 90.000 Punkten. Krass, richtig, richtig gut. Mega viele Punkte geholt. Herzlichen Glückwunsch, Mini, dafür.